Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vanessa und ich werden heute Süßigkeiten testen. Wir haben hier ganz, ganz viel Dinge gekauft, die sonst niemand kauft. Und genau die werden wir jetzt testen. Vanessa ist Kassiererin, das heißt, sie weiß, dass am besten was gekauft wird. Hast du schon mal erlebt, dass irgendwelche von diesen Sachen gekauft wurde? Ja. Die wahrscheinlich. Okay, aber sonst noch nie gesehen. Okay, haben das von Kaufland, keine Werbung an Kaufland. Aber ja. Das werden wir jetzt testen, Süßigkeiten, die sonst niemand kauft. Ich liebe Kekse. Und du liebst auch Kekse eigentlich? So, also so amerikanische mit Schokoladenstückchen, feierst du die? Okay, aber... Danke, Bonnie, Kuss. So, während im Film snacken oder weiß ich nicht mal am Abend, dann gibt es aber unter anderem auch noch Vollkorn-Haferkekse mit Blaubeergeschmack. Kommen wir damit auch schon zum ersten Produkt, nämlich hier so eine Haferkekse. Also generell feiere ich Hafer, also schon mal probiert, kann man glaube ich essen, so eine Vollkorn-Haferkekse kaufen, gefühlt, so glaube ich eher, wenn man vegan liebt, werden die glaube ich häufig gekauft. Aber ich feiere Blaubeere, deswegen werden wir die jetzt testen. Und vielleicht sind die ja sehr besser als irgendwelche Kekse mit Schokostückchen. Sind auf jeden Fall gesünder, deswegen schauen wir mal, wie das Ganze ja. Sie sind halt handgemacht, das erkennt man auch schon. Es ist halt sehr trocken, ja. Das Trinken ist immer gut. Glaube, also manche machen das ja auch so mit Milch und dann so Kekse rein. Tunken feiere ich das nicht so. Vom Geschmack her nicht schlecht. Aber... würde ich nicht nochmal kaufen. Ich bleibe dann, glaube ich, eher bei den Cookie mit Schokostückchen. Obwohl, jetzt der Nachgeschmack ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich weiß nicht. Also, ist okay, kann man snacken. Aber würde ich jetzt nicht in den Laden für rennen, irgendwie abends um 21.59 Uhr, wenn der Laden in einer Minute schließt. Boah, das war ein geiles Beispiel. Kommen wir auch schon zum nächsten Produkt, meine Damen und Herren. Und zwar, ich glaube, darum hat Vanessa richtig Bock. Ich bin ja da nochmal so ein bisschen eher offener und esse so ein bisschen mehr als Vanessa. Und zwar haben wir Gemüsesticks. Ich verstehe nicht. Also, Digga, die hat eine Rappe. Hier kracht's komplett. Wir probieren jetzt Gemüsesticks. Glaube ich eher für die Leute, die sich so ein bisschen gesünder ernähren. Das sind gebackene Gemüsesticks mit Paprika. Ist vegan. Einer hat vielleicht so ein bisschen an Vogelfutter irgendwie, ohne irgendwas zu fronten oder so. Aber, als wenn du so eine Chips-Tüte öffnest. Nur riechen. Riecht wie Paprika-Chips, ne? Ja. Es gab auch andere Varianten, ich glaube mit Knoblauch oder sonst was. Alles in den Mund nehmen. Ja, du nimmst alles in den Mund. Nee. Doch. Nein. Ich beiße einmal ab. Dann beiß einmal ab. Ich gönn mir alles. Ich ziehe hier richtig durch, Freunde. Deswegen, diesen Gemüsestick hier. Also, keine Ahnung. Wenn wir jetzt eine Party hätten und Freunde kommen so, ey, ich bringe geile Snacks mit und so, und dann kommen die mit Gemüsesticks, würde ich rausschicken. Aber, komm. Körnig ist aber... Die schmeckt gar nicht. Aber schön, dass du es auch mal probiert hast. Aber ganz weird. Kennt man irgendwie gar nicht so. Nee, Paprika-Chips sind auf jeden Fall besser. Für mich ist halt so, kann man essen, ich übergib mich davon nicht, ich ekel mich davon jetzt nicht. Aber wenn man es jetzt mitbringt, okay, kann ich mal probieren, aber freiwillig kaufen jetzt. Nee, da finde ich die Cookies besser. Kommen wir schon zum dritten Produkt und ich glaube zum bekanntesten des heutigen Videos. Und zwar sind das diese Softcakes, die man auch irgendwie von TikTok kennt. Die so typische Oma-Süßigkeit sind. Wenn du der Oma sagst, ja, oder Großeltern, ja, hol mal Süßigkeiten, dann holen die einfach das hier so. Hier steht drauf, wir lieben, was wir backen. Mal gucken, ob das Versprechen hier gehalten wird. Das ist jetzt Erdbeere, weil Erdbeere ist eigentlich ziemlich geil. Und ich habe die halt schon mal gegessen, so. Ich finde das gar nicht irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich kenne ja so eine Kekse mit, so die so weiß sind. Es gibt die, glaube ich, auch noch mit Mandarina. Ich glaube, die sind, aber Erdbeere habe ich, glaube ich, noch nicht probiert. Kann man uns nehmen wieder? Also, wirklich jetzt? Du willst einen Keks teilen. Die Kombination aus Schokolade, und Frucht finde ich nicht so geil, weil entweder Schokolade und ungesund oder Früchte. Klar, so Schokolade, also Früchte mit Schokolade überzogen ist geil, aber auch so Schokolade mit Erdbeere drin feiere ich nicht so. Aber wir probieren jetzt. Oh, wieder der. Begeisterung. Ich finde Erdbeere geiler als so Orange oder so, aber
Boah, ist weich mit Erdbeere. Na, echt nicht. Echt nicht. Nee, nicht. Ich habe keine Lust auf das nächste Produkt. Können wir ab. Also, Freunde, das war's mit dem wundervollen Video, weil wir haben jetzt nämlich Fruchtgummis mit Chili. Und vielleicht ich hasse scharf, ich mag das überhaupt nicht. Vielleicht machen wir immer noch mal ein Video, wo ich nur scharf esse. Ich glaube, das wäre sehr, sehr witzig. Oh. Oh, Digga. Oh mein Gott, das sind ja so ja Pepperonis, wie lustig. Okay, das sieht geil aus. Wenn die nicht so scharf sind, kann man sich's überlegen. Seht ihr das? Ja, so ungefähr. Hier. Aber davon nimmst du jetzt den ganzen. Du magst ja scharf, du kannst scharf essen. Wir hoffen, dass sie nicht zu scharf sind, sonst raste ich aus. Wir haben jetzt ja nur Wasser und Wasser ist nicht so geil. Wir hätten eigentlich Milch hier, aber egal. Komm. Oh. Oh mein Gott. Nein. Hier steht doch. Nee, bei mir schade, das ist extra scharf, ne? Oh ja. Nee, Wasser ist nicht geil, aber. Mh. Oha. Oh. Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass es so brennt. Alter. Digga, was? Oh mein Gott. Oh, die Zunge. Wie fandest du? Nicht so, oder? Ja. Oh mein Gott, oh, das wird immer stärker, Digi. Also ein Kaiserslautern Milch ist auch immer wieder geil irgendwie. Das kann man natürlich auch so mal snacken. Oh, es brennt immer noch, die Scheiße. Oh, ich sag das. Oh mein Gott. Zum Kotzen. Gut, ich fand's sehr, sehr scharf. Mein ganzer Mund brennt. Ich hätte nicht gedacht, dass Gummibärchen so scharf sein können. Würdest du dir die snacken können oder ist zu scharf? Nee, ich glaube, das ist schon... Es hat auch nicht mal der Nachgeschmack, sondern direkt hat es hier drin, 3 Sekunden, zack. Hölle. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Apfelringe mit Zartbitterschokolade. Nee, Bonnie chillt hier auch, guckt zu. Ich habe die noch nie gesehen. Schon mal verkauft an deiner Kasse? Nee. Nee, ne? Also. Aber vielleicht achtest du da wirklich noch so darauf, was du verkaufst. Ja? Lol, wenn man. Okay. Aber manchmal, ja, das will ich mir nach dem Arbeiten holen. Ja, ist halt so immer, wenn sie was Geiles abkassiert. Geil, das haben wir ab zum Kaufen. sieht so ein bisschen aus wie Lebkuchen und das. Ist richtig geil. Du musst auch nicht alles davon essen. Du magst ja. Apfel? Aber du bist jetzt nicht so Schokoladenfan, muss man sagen. Interessant. Also ich finde so trockene Apfelringe geil, aber. Gönn dir. Ich habe überhaupt nichts mit Apfel zu tun. Das ist auch wie Gummi, man muss so richtig hier. Ja. Also erstens, liebe Firma, was ist das hier? Frotti, wie mein Hemd heute. Ist das. Also, hättet ihr euch da mal was Schlaueres einfallen lassen können, weil meine ganze Hand jetzt verklebt ist. Und zweitens ist das einfach nur. Widerwärtig irgendwie. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Gut, Freunde, an dieser Stelle würde ich auch schon wieder das heutige Video beenden. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr irgendeins davon kanntet. Ich fand echt dieses Schaf und diese Apfelringe fand ich echt nicht so geil auf einer Ebene. Zur Neutralisierung würde ich jetzt einfach sagen, habe ich uns hier mal Fisch mitgebracht. Bitteschön. Und ja, falls euch das ganze Video gefallen hat, Daumen nach oben und irgendwann kommt auch diese Schärfe-Challenge. Ich habe ultra keinen Bock. Schreibt mir in die Kommentare, welche Produkte ich testen soll von diesen Schafen. Wie scharfe Soße, scharfe Gummibärchen, scharfe Schokolade.